Hi, liebe Raviolis, hier ist wieder der Cracky für euch ins Gesicht. Es geht um unser Gewinnspiel, das Super Mario Maker Mal mir ein Level Gewinnspiel, welches eigentlich schon vor 2,5 Wochen hätte aufgelöst werden sollen. Entschuldigung hierfür. Wir haben es aber nicht leicht gehabt. Wir haben schöne Einsendungen bekommen und ja, die waren so schön, dass wir im Team uns nicht einig waren, wer soll denn nun gewinnen. Also da war auf der einen Seite Angry Turtle mit dem künstlerisch wertvollen, freihändigen, schön gemalten Mario-Level, welcher komplett ausgemalt ist und wirklich irgendwie eine Wärme im Bild hat, die wirklich einfach zu gefallen weiß. Und auf der anderen Seite war der Hugh Croco, welcher durch einen wahnwitzigen Detailraum, also eine Detailgetreue, zu begeistern wusste. Da ist jeder Block ist einzeln mit Texturen sozusagen versehen und alles sehr am Originalvorbild orientiert und der Level hat halt auch einen verschlungenen Weg. Also auf der einen Seite die künstlerische Schönheit von Mario Maker und auf der anderen Seite die harte Wahrheit, welche sehr gut dargestellt wurde. Diese Entscheidung wollten wir nun wirklich nicht vorwegnehmen. Drum haben wir hier unsere Glücksfee engagiert, Bersi im Glücksfee-Studio, welcher nun einfach mittels Los entscheidet, mit einem guten alten Würfel den Sieger ermitteln wird. Es kann leider nur einer gewinnen, es ist nur eine Mario Maker-Kopie da. Wir danken auf jeden Fall allen, die eingesendet haben. Saugeile Dinger. Und das nächste Mal, beim nächsten Gewinnspiel, klappt es bestimmt. Und jetzt schalten wir rüber in das Gewinnspiel-Studio. Bersi, take the roll. Roll the dice, man. So, 1, 3, 5 ist Croco und 2, 4, 6 ist das andere gemalte Bild. Eine 16. Falsche Würfel, scheiße. Was ist das für einer? What the fuck? Okay. 5. Croco. Kratz. Nettes. Hoch damit und raus mit ihm. Okay, cool. Danke. Ja, Croco. Q Croco. Gratulation. Mario Maker fliegt dir demnächst mit dem DHL Paracoupa ins Gesicht, sozusagen. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. See you soon. Pew.